Was geht am Markt ab? Altcoins pumpen. Doppelstellige Prozent, teilweise 20, 25%. XRP 60, 70% im Plus. Gleichzeitig Bitcoin-Dominanz runter. Und einige der großen Coins gar keine so gute Performance. Was ist ab? Sehen wir jetzt Altcoin-Rally. Sollte man jetzt eigentlich komplett umschichten? Sollte man jetzt seine Bitcoins verkaufen? Sollte man in diese Altcoins hinein? Das und vieles andere besprechen wir im heutigen Video. Herzlich willkommen, ich bin der Julian. Bei mir im Kanal geht es darum, dich kryptofit zu machen. Wir sprechen über die wundervolle Welt der Dezentralisierung, Blockchain, Kryptowährungen und Co. Einerseits habe ich den Hut als CEO der Cake Group auf. Wir haben einen Retail-Arm mit Bake, Enterprise-Arm mit Levain. Wir haben einen R&D-Arm mit Bursty Research, einen VC-Fonds mit Wisk. Ich bin natürlich persönlich Investor, will natürlich schauen, dass ich meine Kaufkraft stetig erhöhe, stetig stärke, schaue, dass ich die unterschiedlichen Möglichkeiten nutze. Da rede ich auch immer ganz offen drüber. Plus, ich mache auch relativ viel mit Regulatoren, mit Firmen. Gerade jetzt auch wieder starte ich mit einem Regulator. So ein bisschen eine Webinarserie. Ist auch ziemlich interessant, das immer so ein bisschen zu sehen. Und versuche das natürlich alles so ein bisschen in das Video hineinzupacken. Und letzte Woche, ziemlich krasser, positiver Schocker. Für mich zumindest positiv, nicht finanziell, weil ich habe eigentlich finanziell überhaupt nichts davon, aber positiver Schocker für die gesamte Kryptoindustrie. Ein Gericht in den USA entscheidet, dass XRP zum Teil kein Wertpapier ist. Und das fuhr natürlich rein, das Ganze ist am Freitag passiert, das Ganze fuhr natürlich rein wie ein warmes Messer in eine Butter. Warum? Naja, ich habe zwar ein Video, das ist circa 8-6 Wochen her, habe ich gemacht, wo ich über das Ganze gesprochen habe, was in den USA, man muss immer sagen, es ist USA, was in den USA ein Wertpapier ist, was kein Wertpapier ist, welche Regeln da gelten. Und generell ist da der Howey-Test. Und der Howey-Test basiert auf 4 Punkten, nämlich wird Geld in eine Firma investiert und erwartet man Gewinne aufgrund von Arbeit von anderen. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Alle Sachen sind relativ flexibel. Was Geld ist, ist oft relativ flexibel. Also nur weil du zum Beispiel Bitcoin etwas investierst, es kann trotzdem als Geld gesehen werden. Was eine Firma ist, ist immer relativ flexibel. Was Gewinne sind, ist nicht so ganz flexibel, aber wie diese Gewinne angedeutet werden zum Beispiel, sind flexibel. Und auch, was Arbeit anderer heißt, ist auch immer relativ flexibel. Damals bei Howey ging es darum, dass er diese Orangenfarm hatte und diese Orangen anbaute und er sich darum gekümmert hat, diese Orangen anzubauen, zu verkaufen und hat diese Gewinne investierbar gemacht. Das heißt, die Leute haben in diese Farm investiert, um... Ich hoffe, das ist jetzt mal weitergegangen. Da war jetzt eine Warnung bei mir im Handy, komischerweise. Das Handy erhitzt, ja, es ist auch unglaublich heiß. Also, er hat diese Farm investierbar gemacht, indem er diese Orangen verkauft und ist dann hergegangen und hat dann gesagt, das ist aber kein Wertpapier. Das Gericht hat dagegen entschieden und hat gesagt, das ist ein Wertpapier, aufgrund, weil die Leute Geld in deine Farm investieren und du die Arbeit machst und die natürlich Gewinne haben wollen. Und jetzt natürlich die Frage, und das gleiche bei Ripple, macht es die Orangen, macht es XRP zu Wertpapieren? Meine Aussage, falls du das zurückerinnern kannst, vor 6 und 8 Wochen habe ich gesagt, meiner Ansicht nach ist es kein Wertpapier. Ich habe aber auch immer dazu gesagt, ich bin kein Anwalt, ich habe da eine Meinung dazu und einerseits Recht haben und Recht bekommen sind auch immer zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und jetzt das absolute Schockierende, das Gericht geht her, die Richterin, das war eine Richterin, geht her und hat das extrem schattiert entschieden. Erstens, alle Coins, die Ripple vor allem an große Firmen verkauft hat, und zwar direkt. Die großen Firmen haben das von Ripple gekauft, das sind Wertpapierverkäufe. Genau gleich wie Howey sozusagen hergeht und sagt, hier, ich habe dir diese Anteile da verkauft, das waren Wertpapierverkäufe. Und ob jetzt da Ripple irgendwelche Strafen bezahlen muss oder so, ist nicht ganz klar. Bin ich sehr gespannt, wird natürlich spannend ein bisschen zu sehen sein. Das ist das Erste. Das Zweite, alles was am Sekundärmarkt passiert ist, also wo diese ganzen XRP rumgetauscht worden sind, das ist kein Wertpapier, weil hier diese 4 Faktoren vom Howey-Test nicht stimmen. Und das hat natürlich den Markt zum Explodieren gebracht, vor allem für alle Coins, die vor 2 Monaten ziemlich abverkauft haben. Also die ganzen Coins, bei denen man so ein bisschen Angst gehabt hat, dass das Wertpapiere sind, die sind natürlich komplett im Preis explodiert. Und das hat man auch extrem stark gemerkt. Also Matic, Cardano, Solana und, die sind extrem im Preis raufgeschossen. Die Coins, bei denen man sich gedacht hat, da war erstens, es war zum Beispiel keine ICO oder es hatte schon nicht mehr gestimmt und so weiter, die waren relativ, so wie Bitcoin, oder? Und deswegen hat Bitcoin auch so underperformed,
aber auch Ethereum hat underperformed, DeFi Chain hat underperformed, Litecoin, Bitcoin Cash, all diese Coins zum Beispiel, nicht so stark in dem performt. Und jetzt die Frage so, ist es irrational oder ist es rational? Und jetzt ist immer das Interessante, viele Leute im Kryptobereich sind ja reine Spekulanten. Die behaupten zwar immer was anderes, die reden immer von irgendwelchen, behaupten immer, sie haben eigentlich so eine tolle Vision und weiß ich was. Aber eigentlich sind es nur Spekulanten. Eigentlich wollen die nur 1000 Dollar reingeben, 1 Million rausziehen. Und damit sie sich das nicht eingestehen müssen oder damit die ganzen Manipulatoren sich das nicht eingestehen müssen, also die Priester alle oder die halt die Leute dort reinziehen, kommt man mit irgendwelchen Lügengeschichten auf, was und wie und wo, damit die Leute halt reinkommen. Und jedes Mal natürlich, wenn andere Coins stärker pumpen als der eigene, kommen diese Coins sofort her und versuchen Lügengeschichten zu erzählen, warum das nicht stimmt. Also wie bei so einer Sekte, oder? So, okay, unser Heiland ist heute nicht gekommen, bei dieser Sekte ist der Heiland gekommen, aber diese Sekte lügt und bei uns ist es alles richtig, also wart nur, wird schon. Und für mich ist immer so das Gefährlichste, wenn du in einer Sekte drinnen bist, die immer falsch liegt und immer anderes alles schlecht macht, aber eigentlich selber nicht die Macht hat, irgendwas zu verbessern. Weil dann liegst du ja komplett in der Macht von jemand anderem. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und deswegen mag ich auch total gerne in Coins investieren oder auch in Projekte investieren, wo man wirklich was machen kann, weiterentwickeln kann und so weiter. Und genau aus dem Grund ist es bei mir zum Beispiel, dass ich Ethereum sogar mag, dass ich DeFi Chain sogar mag. Und deswegen habe ich auch meine Meinung ein bisschen zu Bitcoin geändert, weil ich glaube, bei Bitcoin mit Ordinals und mit AI und so weiter kann man halt plötzlich mit Bitcoin wieder viel, viel, viel mehr machen. Und das ist halt wichtig. Für mich bringt es nichts, einfach nur da zu sitzen, eigentlich nichts machen zu können. Das ist ja auch zum Beispiel ein Grund, warum ich bin kein großer Gold-Fan. Der Grund ist ganz einfach zu erklären, weil ich halt einfach da sitze und sage, was soll ich denn mit Gold? Ich meine, ich mag zwar ein bisschen Gold haben, aber sonst ist es relativ unspannend, unspektakulär. Und das ist halt immer genau das Gleiche, oder? Und da merkt man halt, dass oft diese Communities halt super, super toxisch sind. Und das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich, und jetzt kommt der Punkt, war dieser Move, erstens ist das Gerichtsurteil relativ rational. Es ist noch nicht final, denn es kommt ja auch, es kann in Berufung kommen. Aber es war unglaublich rational. Und eigentlich ein riesengroßer Erfolg für die gesamte Kryptoindustrie. Wirklich riesengroßer Erfolg. Und jeder, der das anders sieht, meiner Ansicht nach, lügt sich ein bisschen an oder vergund anderen Leuten den Erfolg nicht. Und das haben wir ja schon öfter mal besprochen. Genau dieses Beispiel. Ist es okay für dich, dass du 1 Million Dollar bekommst, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, was ist dein Erzfeincoin? Überleg mal. Ich weiß es nicht. Also, was ist dein Erzfeincoin? Also, die einfachsten Erzfeincoins, keine Ahnung, Bitcoin, Bitcoin Cash zum Beispiel, oder? Das ist sehr einfach. Stell dir vor, du bist in Bitcoin und du kriegst 1 Million Dollar bei Bitcoin. Aber die Bitcoin Cash Leute verdienen 2 Millionen Dollar gleichzeitig. Hast du ein Problem damit? Haben wir schon mal gestellt, diese Frage. Und da merkt man immer, ein riesengroßer Teil hat ein riesengroßes Problem damit. Was eigentlich schockierend ist, weil was interessiert dich denn das, was der andere da drüben macht, oder? Aber weißt du, wie das ist? Leute, triggert das extrem. Okay. Also eigentlich super konstruktiv und riesengroßer Erfolg. Ansonsten war die ganze letzte Woche mega unspektakulär. Wir haben zwar die Bitcoin-Bewegungen gehabt von der Regierung mit Silk Road, 300 Millionen Dollar, da haben natürlich die Leute jetzt ein bisschen Angst. Logisch, verstehe ich alles. Es ist so die Frage, wie geht es bei Binance jetzt überhaupt noch weiter? Binance hat jetzt, das ist ja schon ziemlich bekannt, riesengroße Anzahl an Kündigungen, auch stehen anscheinend noch viele Kündigungen aus. Da glauben wir, alles so ein Pulverfass, das jetzt bald explodiert. Und da ist halt jetzt so dieses riesengroße Abwarten. Rund um Bitcoin Spot ETF ist es ruhig geworden. Von dem her alles für mich rational, wie es passiert ist. Klar, positiv überraschend, aber zurzeit alles sehr rational. Und ich glaube halt, dass die nächsten Wochen ähnlich weitergehen werden. Die Wochen werden so sein, dass relativ wenig erwartet wird. Es ist der News-Cycle ist sehr ruhig. Natürlich, viele Leute sind auf Urlaub. Und dann kommen immer wieder die positiven Ausbrüche nach oben, negative Ausbrüche nach unten. Und es wird immer so ein bisschen hin und her gehen. Ich glaube, das ist auch natürlich emotional relativ schwierig, weil es oft sehr unvorhersehbar ist. Und die Leute natürlich nichts anderes wollen, als 1000 Dollar investieren und 1 Million rausziehen. Und ich glaube halt, dass zur Zeit, deswegen sage ich ja das ganz oft, fantastische Zeitpunkte sind zum Dollar-Cost-Averagen. Also für mich zurzeit absoluter No-Brainer. Bitcoin, Ethereum, DeFi-Chain sind bei mir so die Trifecta. Fantastisch, oder? Und ich glaube, das ist richtig, richtig, richtig gute Zeit. Für dich werden es vielleicht andere Coins sein. Vielleicht sind für dich jetzt die Coins, die aus diesem ganzen SEC-Case voll profitieren. Ich weiß nicht, lass mich mal wissen, investierst du in die Coins? Und ich verstehe schon die Trading-Idee. XRP, vielleicht BNB, aber mit BNB, mit Binance ist immer so ein bisschen schwierig. Cardano, Matic, Solana. Was sind es bei dir sonst? Ich glaube, Chainlink auch. Also, Algorand. Das sind so die Coins, die natürlich da jetzt schon einen ziemlichen Aufschwung. Das wären natürlich auch jetzt interessante Coins, oder?
Also könnte man sich einfach so mal ein bisschen überlegen. Genau, das auch so ein bisschen im Kryptomarkt. So, wenn man jetzt ein bisschen in den Gesamtmarkt reingeht, da ist natürlich diese Woche eine ruhige Woche. Man sieht zwar aus Amerika kommen ein bisschen Retail-Daten, das ist aber nicht so spektakulär. Aus China kriegen wir so ein bisschen Daten. Okay, England präsentiert Inflationsdaten. Das ist aber alles, kann man davon ausgehen, relativ lokal. USA wartet natürlich vor allem auf nächste Woche, denn nächste Woche Fed-Meeting. Da wird es keine große Überraschung geben, glaube ich. 25 Basispunkte geht es auch. Aber man wartet natürlich trotzdem auf ab. Es könnte ja doch noch irgendwas schief gehen. Diese Woche weiter geht es mit Earnings. Banken-Earnings letzte Woche waren sehr konstruktiv, wirklich sehr stark. Also offensichtlich, da passt alles. Diese Woche vor allem Tesla. Ich glaube, am Mittwoch reportet Tesla. Netflix kommt noch. IBM, Lockheed Martin. Lockheed Martin, immer das Ganze mit Krieg und so weiter. Das sind natürlich also, ja, das sind so ein bisschen Themen. Also mal schauen. Und das wird natürlich so ein bisschen diese Woche das sein. Also mal schauen. Übrigens, ich habe dieses Wochenende mal einen, zum allerersten Mal, einen sehr politischen Thread gemacht. Wenn ich eine Partei gründen würde, politische Partei, was mein Wahlprogramm wäre. Lass mich mal wissen, ich habe es auf Twitter gepostet. Da sind natürlich noch viele Nachfragen gekommen. Ich muss den Twitter-Thread mal updaten. Wie siehst du, wie viele Geschlechter gibt's? Wie siehst du Covid? Wie würde ich finanziell mit dem Ganzen umgehen? Was würde ich mit dem Ukraine-Krieg machen? Also, sehr, wie Schulsystem, Steuern, also alle Fragen und in einem Twitter-Thread, Wahlprogramm. Würde ich Drogen legalisieren? Also, schauen wir es auf Twitter an. Ich werde es mal ein bisschen ausbauen. Einfach, und es, ich habe jetzt kein Interesse, eine politische Partei zu gründen. Aber ich glaube, es wäre nicht so schlecht, einfach mal ein bisschen drüber nachzugehen. Und vielleicht ein Punkt. Es ist unwahrscheinlich, dass du bei allen Punkten bei mir zustimmst. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie 20 Punkte aufgeschrieben. Bei den 20 Punkten, glaube ich, widerspricht mir schon mal meine Frau bei 4. Also ich und meine Frau haben bei 4 Punkten fundamental unterschiedliche Ansätze. Und meine Frau hat aber gesagt, trotzdem würde sie mich das wählen, würde sie mich mit dieser Partei wählen, weil die ganzen anderen Parteien kannst du komplett knicken. Da ist einfach total Katastrophe. Lass mich mal wissen. Gut. Leute, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, das ist jetzt deine Zeit, das zu tun. Folgen, updaten, mache ich dann immer. Gib mir einen Daumen hoch, lass mir ein positives Kommentar da und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Leute, schöne Woche, macht es gut, euer Julian. Tschüss.